Hallo ihr Lieben, ja, und ich bin's nochmal, und zwar möchte ich euch meinen Dieter Holl zeigen. Das ist der Dieter Holl vom Marathon und nicht der von dem Schnäppchenwochenende, sondern das ist das Marathon-Paket. Habe ich jetzt schon eine Woche hier liegen, aber noch, euch noch nicht gezeigt. Ich habe mich schon ganz doll darüber gefreut, aber euch noch nicht gezeigt. Und deswegen mache ich es jetzt. Ich habe unter anderem auch zwei Wundertüten gekauft. Es gab ja diese extra Schnäppchenmarathon-Wundertüten für 10 Euro. Da habe ich zwei von gekauft. Und ich muss gerade mal hier aussortieren. Ich habe ein Do-Craft-Überraschungspaket. Und ich habe normale Bastelwundertüten für 5 Euro. So, und jetzt zeige ich euch erstmal das, was ich vom Schnäppchenmarathon habe. Boah, Preise kann ich euch. Ich kann euch jetzt keine Preise sagen. Ich passe mal gerade alles aus, oder? Habe ich Preise? Ich muss mal gerade schauen, ob ich Preise habe. Ne, die stehen nicht mit drauf, die Preise. Doch, vom Schnäppchenmarathon stehen sie drauf. Also, ich habe mir gekauft einmal diese Geschenktütchen in klein in weiß, weil ich die mit meinem Alkohol, mit meinem Dilution Ink Sprays immer gerne einsprühe und daraus bunte Säckchen mache. Davon gab es nur noch 6 Stück, also habe ich mir alle 6 gekauft. Also habe ich davon quasi jetzt insgesamt 36 kleine Tütchen, und die sind richtig geil. Und die haben 50 Cent das Päckchen gekostet. Dann gab es die gleichen noch in Creme. Die kann man auch einfärben. Es sieht dann halt nur ein bisschen schmutziger aus. Und die in Creme habe ich 20 Mal gekauft. Das heißt, ich habe 20 mal 6, 120 Tütchen. Und ja, das sind die. Und wie gesagt, ich färbe die ultra gerne ein. Dann habe ich mir noch Gebäcktütchen gekauft. Die sind 95 mal 16, also 9,5 mal 16 cm. Die haben auch so einen Boden mit goldenen Sternchen. Die sind total toll, finde ich auch goldig, um einfach Sachen reinzutun. Nicht Plätzchen, sondern auch mal ein paar Cabochons, ein paar Charms, Kleinigkeiten halt oder mal einen Harzanhänger. Die haben gekostet 1 Euro, und da habe ich mir 3 Packen mitgenommen, und in einer Packung sind 100 Stück. Meine Oma backt immer Plätzchen, ich glaube, der schenke ich so ein 100er Pack. Schauen wir mal. So, und ich habe noch mir diesen Block 3-mal gekauft. Capsule Moroccan Blue. Da sind 32 Papiere drin, 16 Designs, alles, also jedes ist dann quasi doppelt. Ich habe es mir selbst noch nicht angeschaut, deswegen möchte ich es hier gerade mal machen. Und da hat der Block 2 Euro gekostet. Oh geil, einseitig. Das ist ja auch schon mal super. Ja, ganz, ganz hübsch. Aber jetzt doch gar nicht so hübsch. Ist blau. Ja, doch. Hätte ich mir jetzt irgendwie anders vorgestellt. Nee, es ist schön, um Gottes Willen. Aber ich denke mal, ich habe 3 davon. Ich denke mal, einer kommt auf jeden Fall wieder in irgendeine Tauschpost oder so. So, und dann gab es ja hier dieses Theater mit den Fröschen. Ich wusste eigentlich von Anfang an, es war kein Schreibfehler, also ich habe es mir gedacht, sondern dass da irgendwie was hintersteckt oder einfach nur, um zu prüfen, ob wir verrückten Hühner wirklich drauf einsteigen. Und zwar hat er diese Frösche verkauft für 5 Euro. Da stand bei voriger Preis 99 Cent, jetzt Schnäppchenpreis 5 Euro. Ich wusste irgendwie schon haargenau, er hat sich da einen Scherz erlaubt. Und als er dann geschrieben hat, nein, ich habe mich nicht verschrieben im Preis, da wusste ich es umso mehr. Und viele haben halt dann eventuell gedacht, boah geil, man kriegt da eine Überraschung bei. Oder also erst haben es nur 2 oder 3 kommentiert. Und auf einmal, nachdem er dann was dazu geschrieben hat, schwupps, waren die ganzen 100 ausverkauft. Und
es diente wirklich nur so zum Test ungefähr so. Und er hat dann hinterher geschrieben, ob wir die 5 Euro, es gibt dann drei Möglichkeiten, die 5 Euro zurückzubekommen, aber auch keine Frösche. Oder die Frösche bekommen und 5 Euro fürs Tierheim spenden oder für eine Hundehilfe, genau für die Hundehilfe. Oder 5 Euro spenden für einen gemeinsamen Ausflug mit Maria. Das ist die Gruppenadmin, genau, Dieters Gruppe. Ihr findet ihn bei Facebook, ne? Übrigens Facebook, Dieters Schnäppchenwelt. Nun ja, und ich habe mich halt dazu entschieden, dass ich das für den gemeinsamen Abend spende. Er wird es dennoch für die Hunde spenden, aber das ist sein Problem. Na, nicht Problem, das ist dann seine Sache. Auf jeden Fall hätte ich die Frösche aber sowieso aufs Dip, zwar ein Jux, ich hätte die Frösche so oder so für 5 Euro genommen. Allein schon, er hat so viel Arbeit, einfach mal um ihm irgendwie was zurückzugeben. Ich fand es einfach von Anfang an total lustig. Und ja, dann haben wir einmal die Frösche jetzt. Und er hat dann tatsächlich aber auch noch eine Überraschung beigelegt. Ich musste gerade die Frösche blickdicht sicher wegtun, damit ich die nicht gleich sofort reinstopfe. Das darf ich nämlich nicht. Ja, und wie gesagt, er hat da wirklich als Überraschung noch einen Mintai-Block reingelegt. Und ja, dann hat er quasi schon wieder uns die Frösche kostenlos gegeben, weil hier so ein Mintai-Block auch über 5 Euro ungefähr kostet. Und ja, ohne Worte, der Dieter, ich weiß nicht, wie der das macht. Der müsste doch eigentlich schon längst pleite machen, weil er macht Verlust, denke ich mir, aber man weiß es nicht. Er scheint gut damit zurechtzukommen, also lasse ich ihn machen. Ich freue mich der billigen Preise, aber dennoch mache ich mir schon Sorgen. Ne? Aber er wird es nicht machen, wenn es sich nicht vielleicht für ihn lohnen würde. Niemand macht sowas aus Höflichkeit. Also ich weiß nicht, ich habe irgendwo echt Angst, dass er daran nichts verdient, für die ganze Arbeit und alles. Aber auf der einen Seite denke ich mir, er ist alt genug, er wird schon wissen, was er tut. Ich bin halt keine Geschäftsfrau, das ist es ja. Das ist halt dann was ganz anderes. Naja, hier der Mintai-Block ist mein erster. Und der hatte verschiedene Blöcke den Leuten geschickt. Ich habe diesen hier bekommen. Ich muss euch ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, was es sonst noch großartig von den Blöcken gibt. Ich finde ihn jetzt sehr schön, werde ihn aber niemals benutzen, weil ich ihn erstens nur einmal habe, zweitens jetzt nicht unbedingt wüsste, wofür ich zum Beispiel dieses hier verwende. Es ist wunderschön, aber es wird ein Sammlerobjekt sein, eben weil es auch Mintai ist. Vielleicht, wenn ich irgendwie mal anders gepolt bin, werde ich mich von allen Sammelobjekten, die ich hier so habe, mal verabschieden. Aber solange es nicht Klick gemacht hat, behalte ich es. Oh, der riecht gut. Da kam gerade ein sehr fruchtiger Duft. So, dann habe ich aber auch im Shop noch was bestellt. Im Shop habe ich mir was bestellt, weil ich hatte auch noch 2 10-Euro-Gutscheine von damals der 300.000-Aktion. Oder 6.000, ne, 3.000. Egal. Auf jeden Fall habe ich mir mal hier die Spectrum Noir Sparkle gekauft, und zwar in klar. Das sind 3x Dosen in klar. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass da irgendein Unterschied ist. Die gibt's auch im Bunt, in wunderschönen Farben. Da gibt's noch ein Set mit Blau, Lila und Pink. Wunderbar für Galaxies. Aber ich habe mir gedacht, dass man Weiß immer überall benutzen kann. Man kann ja auch die Karte farbig machen und dann mit Weiß drüber. Oder man mischt sich Weiß in eine bestehende Farbe rein. Oder ich habe auch halt Pigmente, ne? Ich habe ganz viel Weißpigment und es ist im Prinzip nichts anderes als weißes Pigment irgendwo in eine Flüssigkeit reingestanden. Ja, und deswegen habe ich mir die klaren geholt. Die sind auch alle nochmal einzeln mit einem Plastikdingelchen. Ich schüttel das mal kurz. Da ist eine Perle drin. So, und dann, ich weiß gar nicht, ob ihr es seht, hier unten sieht man dann, dass es so schimmert. Das ist klare Tinte und die schimmert halt. Also ihr kennt vielleicht alles von, ihr kennt den Effekt vielleicht von Metallic, Aquarellfarbe oder so. Es schimmert dann halt. Es gibt ja auch hier diesen Wink of Stella Brush. Das ist im Prinzip nichts anderes, nur dass es jetzt 3 so Dinger in flüssig sind. Und ich glaube, das hat 13 Euro gekostet. Da sieht man nochmal, dass sich die Pigmente auch so spurbeln, also verteilen. Hier unten kann man sehen, dass die sich auch absetzt. Also man muss es schütteln. Ja, und ich finde das einfach geil. Ich stehe ja voll auf so eine... Ich stehe ja voll auf Glitzerscheiß, ne? Ich muss mir jetzt eins mal sofort hier oben hinstellen. Es ist böse. Ich liebe so Scheiße, ne? Ich finde das auch geil, dass die alle komplett gleich sind.
Dann hat man nämlich mal auf Vorrat. Total doof, ne? Ja, aber es ist mächtig geil. Richtig geil. Ah, toll. So, und dann habe ich mir noch was gekauft. Ich konnte ganz lange widerstehen bei diesen Sachen, aber irgendwann ging es nicht mehr. Ich habe mir einmal diese Stanzschablone gekauft, wobei ich nicht weiß, ich habe die nicht gekauft, weil ich nicht wusste, ob ich sie habe. Ich habe aber jetzt auch nicht kontrolliert, ob ich sie habe. Muss ich mal im Nachgang von diesem Video mal machen. Und zwar ist das eine Doily-Stanze und ich liebe Doilies und ich hätte so gerne bunte Doilies. Aber die sind mir einfach zu teuer in China und hier in Deutschland finde ich keine. Und habe ich mir jetzt eine Doily-Stanze gekauft und denke mir, wenn ich jetzt buntes Papier nehme und die Stanze, habe ich quasi das Gleiche. Ja, ist auch eine schöne Größe. Super duper. Dann habe ich mir noch diese Pailletten mitgemacht. Es ist ein bunter Mix. Ich kann nicht anders. Preise weiß ich leider nicht. So, zu der kompletten Bestellung habe ich dieses Goodie bekommen. Holzblümchen, das ist ein Goodie. So, und dann wieder, was ich konnte so lange widerstehen, aber irgendwann geht's einfach nicht mehr, Leute. Irgendwann kribbelt es mich so sehr in den Fingern, dass ich nicht anders kann. Ich habe es bereits in Gold und damals dachte ich mir, egal, Gold reicht mir, aber nein, Gold reicht mir nicht. Und ich bin so doof, ne? Ich habe Pigment. Ich habe extra weißes Pigment, was ich mir extra gekauft habe, um es in bunte Farbe einzurühren, um mir selbst bunte oder schimmernde Farben herzustellen, gell? Ja, aber wenn es was Fertiges gibt, dann, ach scheiße, ne? Naja, ich habe mir diese Nuvo Mica Mists gekauft in allen Farben, die es gab. Das ist einmal Türkisch Rose, das ist ein helles Pink, würde ich sagen. Das hier ist Oriental Fuchsia, das ist ein Pink, also ich weiß nicht, wie man es jetzt am besten von der Farbe sieht. Also das ist ein Ticken rosaner und das ist wirklich Pink. So. Dann gibt es das Ganze noch in Violet Lustre. Und das hat ja auch einen wunderschönen anderen Schimmer. Das ist nicht nur weißes Pigment reingemischt, sondern es changiert auch noch so ein bisschen. Dann haben wir hier Schwarz. Silver Smoke ist Silber, also ist noch nicht immer Schwarz. Ist hier, könnt ihr sehen, da haben sich die Pigmente abgesetzt. Okay, es könnte vielleicht auch nur hochwertigeres weißes Pigment sein. Egal, es ist wurscht. Dann ein helles Grün, das ist Fresh Pier. Frische Birne, lecker. Dann haben wir hier ein Orange, das darf natürlich nicht fehlen. Ein Pecan Peach und ein Blau, ein Nebula Blue. Ich glaube, das sind auch alle Farben, die es so gibt. So ein bisschen Regenbogen haben wir ja. Gelb fehlt noch. Gold hätte ich, aber Gelb fehlt. Ah, jetzt bin ich wieder voll aggro drauf, weil Gelb fehlt. Das nervt mich dann immer, ne? Ich brauche immer alles in allen Farben oder nur in den Regenbogen-Grundfarben. Wobei aber dann auch Blau, Dunkelblau und Hellblau mit beinhaltet. Total krank. Aber wenn jetzt eine Farbe fehlt, wie hier, da fehlt ein Gelb, das ist schon scheiße. Naja, vielleicht, liebes Nuvo-Team, vielleicht gibt es ja irgendwann mal Gelb. Oder vielleicht gibt es schon Gelb. Ich bin einfach nur zu blöd, es gefunden zu haben. Egal. So. Und jetzt muss ich mal schauen, was hier sonst noch auf uns zukommt. Genau. Ich muss mal gerade schauen. Zweimal die Schnäppchenwundertüte für 10 Euro. Jawohl. Einmal die Wundertüte von DoCrafts, jawohl. Und 4 Bastelwundertüten. Schaue ich mal gerade. 1, 2, 3, 4. Genau. Ich fange mit den 5 Euro Bastelwundertüten an. Schauen wir mal, wie lange wir das Video machen. So, Nummer 1. Ich zeige euch auch sofort, was ich sehr wahrscheinlich behalte und was ich sehr wahrscheinlich abgebe. So, Nummer 1 von Art Deco, Glitzersteinchen, sehr edel, hier ein bisschen Champagner angehaucht, schwarz und ganz normal klar, super schön, behalte ich. Silber-Eheringe ist bei mir jetzt kein Thema mehr, die kommen weg. Dann haben wir hier Glitzersteinchen in Gelb, changierend. Doch, die hätte ich meiner Mutter schenken können. Schaue ich mal, entweder bekommt die Mama oder die kommen weg.
sind auch alle mit glattem Hinterkopf. Alle mit, alle glatt hinten. Schau ich mal. Dann war dieser Block dabei. Ja, den finde ich eigentlich ganz cool. Ist ein Winterblock. Farbe ist schön. Also man hat ja immer nur eine Farbe drin und nicht hier unten wie alle abgebildet. Eine Farbe und dann in den ganzen Mustern. Ist nicht schlecht, weil Winter hat ja auch gerade diese Blautöne. Ich weiß nicht, kommt erstmal zum Behalten. Dann habe ich hier Travel Sticker. Mir gefällt die Machart nicht so wirklich. Also ich denke mal, die gebe ich auch ab, weil da kann ich nichts mit anfangen. Dann haben wir hier Metallsachen, eine 1, 2, 3 und eine 4. Sind so kleine Metallanhängerchen. Kommt auch weg. Dann haben wir hier Wachsornamente von Ideen mit Herz. Ich glaube, die sind, also das sind die beiden Ornamente, die sind für auf Kerzen. Also wenn ihr jetzt eine Stumpenkerze habt, könnt ihr die drauf babschen. Kommt auch weg. Ich habe mit Kerzen gar nichts am Hut. Hier von Folia. Arschteure Sticker von Folia. Der Hammer. Hier mit noch ein bisschen Glitzer drauf. Ja, die behalte ich. Folia ist eine Marke, die ich auch sammle. Folia ist krass. Hier sind nochmal Label-Sticker von Bellissima, von DoCraft. Da mit Schüchen und einer Etagere. So ein bisschen Vintage, Pastell gehalten. Die behalte ich auch. Die finde ich nämlich recht goldig. Mäuschen-Sticker. Die sind ganz, ganz goldig. Aber ich habe sie schon, also werden die weggehen. Hier haben wir auch Knöpfe. Muschelknöpfe. Die sind süß. Richtig schön. Ich habe eine Bluse, da sind diese Knöpfe dran. Und ja, geil, jetzt habe ich Ersatzknöpfe. Das ist der Hammer. Mit dabei sind auch Kanban-Sets. Ne? Kanban ist arschteuer. Da könnt ihr eine Karte eben rausmachen. Hier habt ihr dann, könnt ihr verschiedene Sachen ausdrücken. Hier unten ist die Kartenbasis. Das könnt ihr dann wiederum hier vorne draufkleben. Noch mit so einem, ja, mit einem Spruch dabei. Hier habt ihr noch die Karte, also ein komplettes Bastelkartenset. Kartenbastelset von Kanban. Kommt aber weg, weil es mir nicht gefällt. Hier nochmal so ein komplettes Kartenbastelset. Und das ist der Hammer. Ich liebe Rockabilly und Rock'n'Roll Zeug. Von daher behalte ich das. Und ich denke mal, daraus mache ich meinem Mann eine Karte. Und das ist auch eine große Karte. Da ist wieder auch die Kartenbasis dabei. Die wird mein Mann zum Geburtstag bekommen. Dann haben wir hier auch, das war auch mal arschteuer, also es sieht uralt aus. Ich weiß gar nicht, ob es uralt ist. Also ich würde schätzen, es ist uralt, weil das hatte man früher ganz, ganz häufig. Selbstklebende Glanzbilder. Die sind auch krass hochwertig. Früher waren die krass hochwertig. Die hat man nur in auserwählten Shops bekommen. Wie diese Oplaten oder wie die heißen. Wisst ihr, wo dann hier noch diese Zwischenteile sind? Ja, aber die kommen weg, weil ich finde die hässlich. Tut mir leid, ich mag so fremde Menschen und so nicht. Und dann war da noch hier dieser Packung bei, Dekoupagepapier. 10 Bögen, 25x35 in dem Muster. Und es ist so weich, dieses Papier. So ein Partybus ist dabei und alte, so eine alte Tankstelle. Ein paar alte Schilder, super geil, bleibt hier. So ihr Lieben, ich mache jetzt mal eine Pause und dann kommen die anderen Sachen. Also würde ich sagen, ja, bis gleich. Tschüss.